Florian, bei so vielen guten Nachrichten von Apple, wo soll man da eigentlich anfangen? Wo soll man aufhören? Die Erfolgsgeschichte, die geht weiter. Das stimmt, die Zahlen waren richtig, richtig gut. Und das Entscheidende war, die Zahlen waren vor allem viel besser als von Analysten im Schnitt erwartet. Also der Konsensus wurde übertroffen um 16% beim Gewinn der Aktie. Also so gut lag Apple zuletzt die letzten 10 Quartale nicht über den Erwartungen. Letztes Quartal lag man immerhin 8% drüber, das war schon recht gut für Apple. Aber jetzt, wie gesagt, um 16% geschlagen mit Gewinn der Aktie von 3,1. Erwartet wurden nur rund 2,6. Großes Wachstum, vor allem auch in China mit 70% gewachsen. Und auch Europa, Amerika war zuletzt das Wachstum ja nicht mehr so stark, nur bei 2, 3, 4%. Da lag jetzt das Wachstum in Europa bei 20%. Wir hatten ja im Vorfeld uns ein bisschen umgehört, bei Idealo zum Beispiel, bei solchen Händlern, die hatten schon gesagt, wir haben richtig viel Nachfrage nach den iPhones geklickt, so bis zu 50% höher als im Vorjahr. Uns war auch schon klar, dass das große iPhone einfach sehr gut ankommt. Alle wollten dann doch aufs größere iPhone wechseln und das hat man jetzt gesehen. Also richtig starke Zahlen, zumal auch die durchschnittlichen Verkaufspreise gestiegen sind. Sie hat es gesagt, Rekordgewinn. Also das waren richtig überraschende Zahlen. Und Sie haben es gesagt, nachbörslich nochmal 5% nach oben gegangen. Jetzt hat die Aktie nach dem Tief, das man gesehen hat, zwischenzeitlich rund 100% wieder zugelegt. Aber immer noch nicht sehr teuer. KGV laufendes Jahr 14, für nächstes Jahr 12. Also Apple hat es nochmal eingezeigt. Danach noch der Ausblick auf die iWatch. Tim Cook hat gesagt, er hat sie selbst schon ausprobiert, er liebt sie und er ist sehr überzeugt, dass es ein Erfolg werden wird. Kommt wohl Anfang April in die Läden. Das könnte die Aktie noch und die Fantasie in der Aktie noch ein bisschen oben halten, die nächsten Wochen auch. Bis April ist ja noch ein paar Tage hin. Hat man da auch irgendwie die Möglichkeit, vorab bei irgendwelchen Idealos oder wie sie heißen, nachzufragen? Oder sagen die, sorry, das ist jetzt auch für uns noch Blick in die Glaskugel? Also die Möglichkeit gibt es natürlich immer, sehr gute Analysten machen das natürlich, dass sie permanent am Markt sind. Es gibt auch Testkäufer etc. Aber natürlich ist es aussagekräftiger, wenn man schon Produkte hat, die tatsächlich gesucht und gekauft werden. Also wir glauben ohnehin, so eine iWatch dürfte sich gut verkaufen, aber klar ist, für Apple ist weiterhin das iPhone der Großteil der Gewinne. Ist natürlich auch leichter zu verkaufen, so ein Smartphone kauft man mit einem Mobilfunkvertrag, bezahlt monatlich die Raten. Man merkt im Zweifel gar nicht, dass man hier doch recht viel Geld weiterhin auf den Tisch legen muss. Das dürfte bei der iWatch ein bisschen anders sein. Also es wird ein sehr nettes Produkt sein, die Fantasie ein bisschen anheizen. Aber entscheidend wird auch künftig bleiben, erstmal wie verkauft sich das iPhone. Zumal wir gesehen haben, was auch erwartet wurde, dass sich das Tablet iPad kannibalisiert. Natürlich ist das iPhone größer geworden und viele merken jetzt, hoppla, ist doch sehr praktisch und man braucht nicht unbedingt auf dem Sofa noch so ein Tablet zum Surfen. Man kann auf dem Sofa mit dem iPhone surfen. Aber wie gesagt, iWatch ist jetzt die Fantasie, die kommt im April, dürfte sich gut verkaufen. Die Frage bei Apple ist natürlich schon die, nach diesem Rekordquartal, es ist schon in gewisser Weise außerordentlich gewesen. Wir hatten China, was endlich angelaufen ist um den großen Partner. Wir hatten den Nacholeffekt, dass lange Apple gewartet hat, ein gutes iPhone zu machen. Hat es dann gemacht, dann haben viele, die jetzt aufgesprungen haben, es gekauft. Also es wird nicht so einfach werden, die nächsten Quartale für Apple nochmal so zu überraschen. Also die Gewinne der Aktie werden nicht ganz so leicht funktionieren, wie jetzt zuletzt die letzten Wochen und Monate. Also der größte Quartalsgewinn eines Unternehmens aller Zeiten und jetzt muss man vielleicht ein wenig hier damit rechnen, dass es nicht gleich wieder das nächste Rekordquartal vor der Tür steht. Danke sehr, Florian Söllner von der Aktionär. Gerne.